Von daher haben Anna und Huren uns mal zum Rockclimbing eingeladen. Mal schauen, wie das wird. Ich glaube, da kommen wir. Das wäre cool. Boah, was? Das tut bestimmt weh, wenn du da runter bist. So lässt sich's leben in Townsville. Immer schön, einfach am Pool chillen, hinter einem der Fluss. Es ist wirklich extrem entspannt. Heute Abend sind wir dann auf einer Geburtstagsparty und morgen geht's, Überraschung, wandern. Morgen ist, wie spät? 5:52 Uhr. 5:52 Uhr. Am Sonntag. Es ist 5:52 Uhr und wir sind mal wieder heute mit dem Bushwalking Club unterwegs. Deshalb frühe Uhrzeit. Es geht nach Palomas, eine Stunde entfernt von hier. Und es ist ein schöner Nationalpark und sieht zwar jetzt gerade noch nicht so aus, es ist aber der Uhrzeit geschuldet. Wir freuen uns sehr auf den Hike. Ja. Zeit rennt. Frühstück ist fertig, jetzt schnell Tasche packen und los geht's. New road.
bash plates taking, lowering that ridge, that's good. You can hear that pretty good, yeah. Must be all these fat people I've got in the car. I'm sorry for that, yeah. Are you a well-equipped bushwalker? No, but we have one here. Will meinte gerade, dass es noch ungefähr eine halbe Stunde ist bis zu den Wasserfällen. Also sehen wir uns gleich da. Oh, come on! That's a rotten thing to do. It's the wrong thing, yeah, I know. Secretaries know everything. Somebody rescued that damsel in distress. Tina, just come in and sit here. Just come in and sit. And then... Oh, God! Just come here and sit. Jesus. Oh, shit. Are they shitting on us? Yeah, probably. I feel something on my... At least we'll all smell the same. I think they pee. Or something. Feels like rain. You normally smell, awesome. Smell the ammonia. Yeah. Woo! Woo!
Nächste Woche ist ja die Recess Week von mir. Also wir haben da eine Woche Uni frei. Und wir werden 10 Tage nach Cairns fahren, beziehungsweise nach, einfach nach oben im Norden, soweit wir kommen. Und so sieht das aus, wenn Christina es plant. Die ist nämlich gerade dabei. Guck selbst. Sag mal. So akribisch Deutsch wird hier geplant. Tag 6. Tag 7. Es sind nur Vorschläge. Dazu haben wir natürlich den Lonely Planet. Irgendwer muss es machen, sonst sind wir lost. Und wissen gar nicht, wo es hingehen soll. Also, ihr könnt gespannt sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine schöne Woche mit uns. Was nächste Woche so passieren wird, ihr werdet sehen. Wir wissen es selbst noch nicht genau. Ihr habt ja einen kleinen Teaser bekommen, was so in Planung ist. Aber was davon letztendlich umgesetzt wird, keine Ahnung, weiß man eh nicht. Wir sind 9 Leute. Da sind, glaube ich, die Meinungen, was wir machen wollen und wo genau wir hinfahren wollen, sowieso sehr unterschiedlich. Mal gucken, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Ja, bleibt einfach dran. Daumen nach oben geben, subscriben und dann, und dann wisst ihr, wo es hingehen wird. Und jetzt springen wir erstmal im Pool. Los. Zählst du runter? Ja. Yep. Ah, 1. Warte, also bei 3 springen wir, ja. Oder was? Ne, bei 2. 1, 2, 3.